just good at caring too much. I'm just good at caring too much. Denn jetzt müssen wir im Prinzip einfach immer wie sonst auch. Und Alter, wer schiebt denn da unten gerade Stühle hin und her, Mann? Jetzt müssen wir ganz normal wie sonst auch hier wieder so einen Block setzen, dann geht das hoch. Was natürlich doof ist, ist jetzt das. Das reißen wir mal ab. Und jetzt geht der Spaß nämlich erst richtig los, Leute. Jetzt müssen wir hier wieder ganz viele Gerüstblöcke setzen. Einmal das hier so machen. Und dann geht's jetzt richtig viel los, denn hier müssen jetzt immer einzeln, und das ist das, was mich eigentlich am meisten stört, hier müssen einzeln jetzt immer wieder Löcher rein, wo dann halt die Treppen reinkommen. Aber das habe ich, glaube ich, schon 10-mal erklärt. Es ist eine echt lästige Arbeit, aber das Ergebnis ist dafür dann immer umso schöner. So, und wisst ihr, was wir gleich mitmachen können? Bevor wir hier wieder 10-mal dann nochmal die Gerüstblöcke aufstellen und alles hin und her und hin und her und hin und her machen. Wir können direkt einfach, und dafür muss ich mir ganz kurz mal hier von hier oben jetzt Glowstone holen. Wir können einfach direkt, also wirklich direkt anfangen, alles auszudetailen, dass alles wirklich passt und alles auch gut aussieht. Heißt, wie immer, geht's jetzt los. Hier kommt einmal ein Glowstone, dann geht das so. Die andere Seite machen wir später. Und jetzt kommt da, fangen wir oben an. Und das können wir aber auch theoretisch später machen. Das mache ich, glaube ich, auch später. So, genau. Und dann muss immer auf den zweiten Block, heißt dort und dort, eine so eine Falltür hin. Die da ist jetzt falsch gesetzt. Die da müssen wir nämlich so setzen. Genau, so, dass sie ordentlich guckt. So, und mehr müsste es theoretisch gar nicht sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss mal kurz nachgucken gehen, ob es vom Design her stimmt. Aber ich bin der Meinung, mehr dürfte es eigentlich gar nicht sein. Genau, die da oben haben wir jetzt. Das haben wir komplett. Das hier unten, den Anfang haben wir. Das haben wir. Die Treppen haben wir eingesetzt. Genau. Super, ja, das ist das Design. Dann haben wir den ersten Abteil fertig. Und das machen wir jetzt genau mit allen Abteilen. Ich würde sagen, weil wir hier so große Balken haben, setzen wir erstmal zwei solcher. Oder sogar drei. Ja, wir setzen hier direkt drei Falltüren. Einfach damit es authentischer wirkt, da wir ja wirklich einen sehr großen Abteil des Balkens haben. Auch wenn es nur provisorisch erstmal ist. Es wird, denke ich, eine ganze Zeit so sein. Und deswegen akzeptiere ich das jetzt mal, dass das dann so aussieht. So, jetzt ist hier wieder unsere goldene Mitte, heißt, hier kommt dieser Block hin und dann kommen hier wieder random irgendwie diese Zäune hoch und jetzt geht's wieder ganz normal wie immer damit los, hier ordentlich ein paar Löcher reinzuhauen, dass das nämlich auch alles passt. So, und was wir jetzt nicht vergessen dürfen, ist einmal hier wieder unseren Glowstone hinzusetzen, die Falltüren ordentlich zu placen, dann hier eine Falltür und dort und wieder da eine Falltür und dann müsste es theoretisch, außer dass hier jetzt die Half-Slabs fehlen, müsste es das schon wieder gewesen sein mit allem. Wir können ja einmal kurz ein bisschen weit wegschwimmen und gucken, wie es von hier aussieht. Ja, also selbst wenn diese Mauer so hoch ist und so groß auch ist, was sie ja jetzt ist, weil eigentlich bin ich ja gewohnt, dass sie relativ klein aussieht, wie dort drüben. Selbst wenn die so groß und hoch ist, muss ich sagen, dass sie wirklich trotzdem wunderschön ist, Alter. Sie sieht einfach wunderschön aus, wirklich jetzt. Man sieht einfach trotzdem direkt, yo, da beginnt ein richtig cooler Hafen. Natürlich bleibt sie nicht so, aber ich finde einfach, also jetzt mal Eigenlob stinkt, ich weiß, aber das habe ich einfach wirklich so nice und heftig schön gebaut, muss ich wirklich sagen, Alter. Da muss ich mich mal wirklich hier jetzt selbst loben. Diese Mauer passt einfach wirklich zu allem, also wirklich zu allem, die kannst du überall hinstellen, egal in welcher Größe, und sie sieht trotzdem wunderschön aus. Ich bin echt froh darüber, dass wir früher nicht dieses andere Kackdesign gewählt haben, was so hässlich aussah. Da bin ich wirklich froh, dass ich einfach meinem Herzen vertraut habe und das Design genommen habe, und es hat sich einfach wirklich so gelohnt. Es hat sich so unfassbar geil gelohnt. So, Leute, jetzt kommt hier wieder ganz einfach das übliche Spiel, so wie schon die ganze Zeit. Hier hauen wir wieder irgendwie random irgendwelche Löcher rein, dass das ein bisschen zerfetzt aussieht, die Wand. So, dann kommen hier wieder die Falltüren hin. Dort kommt das Glowstone hin. Wieder ein paar Falltüren. Da haben wir schon die eine Falltür. Und schon wieder ist hier dieser Abteil wunderschön fertig. Die Treppen stehen alle. Alle Löcher sind gestopft. Alter, ich finde, es sieht einfach... Wow. Ich komme damit nicht klar, Mann. Es sieht einfach so verdammt geil aus. Ich bin so unfassbar zufrieden damit. Oh nein, oh mein Gott, warum hat er denn drei Schläge überlebt? Ich möchte mich kurz an den Vergangenheitsrelation wenden. Bruder, ich liebe dich, Mann. Du hast das so gut hinbekommen mit dem Design, Alter. Es ist... Wow. Ha! Creeper? Oh! Mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Ich habe Gänsehaut bekommen. So. Hier spawnen gefühlt halt nur Creeper. Hier spawnen so unfassbar viele Creeper. Ich müsste theoretisch schon wieder Gunpowder für die nächsten Stack-Raketen haben. So, dann kommen hier... Oh, hier fehlt sogar noch... Hier fehlt sogar noch ein Holzstück. So. Hier kommt dann noch eine Falltür hin und hier...
Dort und dort. Und dann fange ich mal von hier an einfach und beende das hier mal kurz. So, dann kommt da eine hin. Ja, okay, hier sieht es natürlich jetzt wieder komisch aus, weil wir halt nicht so viel Platz haben oder nicht so einen hohen Balken. Aber hier wird es dafür umso besser. Oh Leute, die Asymmetrie hat hier zugeschlagen. Das sind 6 Blöcke und nicht 5. Heißt, wir müssen mal kurz hier den einen Balken verschieben. Denn hier muss der schon hin. Hier kommt der nämlich jetzt hoch. So. Oh Leute. Ich weiß nicht, was ich mir hierbei gedacht habe, als ich das gebaut habe, aber hier ist es auch asymmetrisch. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Hoch, runter, hoch, runter. Leute, irgendwas läuft hier ganz falsch. Egal. Leute, wir pushen hier mal und lassen das. Oh, ich will es auch nicht so lassen. Habe ich hier zufällig 6 Blöcke irgendwo? 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Da habe ich auch 5. Okay, wir lassen das so, okay. Aber Leute, dürft ihr niemand mal zählen? So wirklich leise. Das muss unter uns bleiben, dass hier 4 Blöcke sind statt 5. Das wird der einzige und letzte Push sein, den ich in diesem Projekt gemacht habe, Alter. Ich habe jetzt echt keine Lust, hier nochmal alles abzureißen, nur wegen diesem einen Block, den man eh nie wiedersehen wird. Denke ich, hoffe ich. Wenn er mich zu doll triggert, dann werde ich natürlich nochmal den Block wegnehmen und den Balken verschieben. So, Leute, okay, es ist jetzt lange Zeit vergangen. Ich habe übelst viel gebaut, also wirklich, ich habe sehr, sehr, sehr viel gebaut. Und, oh, puh. Ja, Leute, das ist das Endergebnis daraus. Und ich muss sagen, es ist wunderschön, Leute. Ich muss wirklich sagen, mir gefällt das richtig gut. Darum kommen jetzt, wie gesagt, noch die Half-Steps hin, die dort schon sind. Dann setzen wir noch kurz die Zäune. Und dann sind wir auch schon fertig, Leute. Das Ding ist, Alter, ich nehme ungelogen, ich nehme seit 3 Stunden auf. Also die letzten Folgen, so ich denke mal, die letzten 3 bis 4 Folgen waren auch schon vorproduziert von meiner Seite aus. Heißt, ich nehme durchgehend auf und mein PC, Alter, Leute, in meinem Zimmer ist es auch relativ warm. Mein PC ist gerade, glaube ich, so laut. Ich kann mal kurz hier eine Stille einblenden. Vielleicht hört man es auf dem Mikro sehr gut. Ich denke mal schon. Also der ist gerade richtig, richtig am Rattern da hinten. Deswegen, ich werde noch das hier beenden. Und dann werde ich erstmal Schluss machen für heute. Leute, das Ding ist, Alter, ihr glaubt gar nicht. Ich bin gerade so richtig. Dieses, es ist ein neues Game draußen, ich will spielen. So dieses Suchtgefühl, dieses Zocken, dieses ich will das jetzt weitermachen eigentlich, aber ich kann nicht und es ist so traurig. Das habe ich gerade. Ich will gerade wirklich, ich habe so Bock eigentlich, ich könnte gerade die ganze Nacht durchzocken, wirklich. Weil diese Welt mir gerade so unfassbar viel Spaß macht und ich so unfassbar viel Bock auf dieses Projekt habe, Alter. Aber es ist halt, es geht halt nicht, wisst ihr, wie ich meine? Und das ist halt sehr schade, aber nicht zu ändern. Ich denke mal, wir werden irgendwann, denke ich, eh irgendwie einen Tag hinbekommen, wo ich durchzocke, also wo ich 24 Stunden zocke. Und wir mal gucken, vielleicht streamen wir dann auch. Vielleicht streamen wir an sich jetzt irgendwann, wenn ich meine Prüfungen und alles überstanden habe, auch mal. Aber das Problem ist, Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich komme halt selten oder ich komme sehr schwierig schon mit den Folgen an sich hin. Und dann immer noch Stream nebenbei ist, wow, das würde meinen Zeitplan sau sprengen. Oder ich könnte andere Hobbys, die ich habe, wie mein Zeichnen zum Beispiel, könnte ich halt deswegen nicht ausleben. Und das will ich nicht deswegen oder für das Stream opfern, wisst ihr, wie ich meine? Ich denke mal, das ist auch relativ verständlich. So, wenigstens so ein bisschen, dass ihr mich da ein bisschen nachvollziehen könnt, denke ich. So, Leute, ich bin jetzt fertig. Ich habe jetzt alles erneuert, alles gebaut. Ich habe jetzt die Zäune gesetzt. Ich habe jetzt im Prinzip alles fertig, was ich hätte da in irgendeiner Weise machen können. Wir werden uns, denke ich, in den nächsten Folgen hier ransetzen. Je nachdem, vielleicht kommt auch irgendwas dazwischen. Wie zum Beispiel heute war es ja diese Mining-Folge, die ich machen wollte. Oder letztens, nicht heute, letztens war es ja. Und ja, vielleicht habt ihr es gerade schon gesehen. Ich habe es fertig gebaut und ich bin, Alter, ich bin hammerzufrieden damit. Wenn da die Bäume natürlich weg sind, wäre es noch besser. Aber es sieht halt einfach hammergeil aus, muss ich sagen. Wenn da hier dann noch irgendein Weg ist, stellt euch wirklich vor, ihr lauft hier lang. Hier stehen überall Häuser. Dort ist zum Beispiel ein Weg, der führt runter. Und ihr kommt hier lang, ihr kommt hier runter und seht hier eine riesige Stadt. Seht hier überall Häuser, wenn ihr hier runterlauft. Bitte, wie heftig wäre das? Seid ehrlich, wie heftig wäre das? Und das habe ich auch vor umzusetzen. Definitiv will ich das umsetzen. Und ich kann euch das jetzt auch einmal ganz kurz zeigen von weiter weg, indem ich hier mit meiner Elytra einmal, mich hier mit meiner Elytra einmal durch die Tore gehe. Und dann einmal F5 drücke. Ja, so sieht es jetzt aus. Ich muss wirklich sagen, ich bin einfach komplett zufrieden damit. Wenn, wie gesagt, der Hafen dann noch vergrößert wird. Oh mein Gott, das wird alles so fucking heftig, Alter. Stellt euch vor, ihr kommt mit einem Boot hier an. Ich lande jetzt mal. Ihr kommt mit einem Boot hier an. Und dieser Hafen erstreckt sich hier rum, hier lang und hier stehen überall Häuser. Hier überall sind Häuser. Und ihr seht, dass man da hochkommen kann. Da kommt man hoch. Dann seht ihr, dass man dort überall hochlaufen kann. Ihr seht, dass dort hier will ich eine Statue bauen, die den Berg trägt. Das war so meine Vorstellung davon. Das hat mir auch ein Zuschauer geschrieben. Danke nochmal an dich. Eine Statue, die den Berg dann trägt.
Und naja, die den Berg so auf den Schultern hat, im Prinzip auf dem Rücken. Und dann dort oben, wie gesagt, auch Häuser definitiv. Ich will das, das wird, oh mein Gott, das wird so krank. Das wird so krank, das wird heftig. Oh mein Gott, holy shit. Aber ja, das ist alles Zukunftsgerede. Letztendlich weiß man nie, ob ich es umsetzen werde oder nicht. Aber ich denke mal, holy shit, das wird. Oh je, Leute. Naja, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, würde ich an der Stelle mal behaupten. Ich hoffe, wir sehen uns morgen 17 Uhr wieder, Leute. Ich hoffe, morgen 17 Uhr kommt dann eine neue Folge. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich weiß noch nicht, ob wir schon bei Folge 100 waren oder nicht. Oder vielleicht doch oder nicht oder doch. Ich hoffe noch nicht, ich hoffe noch nicht. Aber falls doch, dann würde ich sagen, morgen zeigen wir meine Statistiken. Morgen zeige ich euch einen kleinen Rundgang. Naja, bis dann. Und ciao, meine Freunde. I caring too much.